One day, let us devour the gods together. Sie knabbert tatsächlich an ihm rum. Dear Rykard, I wish one day. Oh, okay, tschüss. Ich lass dich mal alleine. Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Und zwar an der Stelle, wo wir im letzten Part Rykard besiegt haben. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben eine Menge Runen. 244.000. Das ist schon ordentlich. Die geben wir jetzt erstmal aus. Und zwar Stufenaufstieg. Geschicklichkeit machen wir auf 44 und dann Arkan auf 35. Level 132 haben wir schon. Das ist krass, ey. Okay. Des Weiteren ist mir aufgefallen, diese eigentlich coole Waffe, die ja so eine übelste Reichweite hatte, die wir hier gefunden haben in dem Boss-Areal, sag ich mal. Hat jetzt keine Reichweite mehr. Leider. Kann nichts mehr. Was sehr schade ist. Naja, gut, okay, dann brauchen wir die eigentlich auch nicht mehr. Weg damit. So, und dann werden wir jetzt mal zu Tanith, wie auch immer sie heißt. Wenn wir mal zurückgehen und ihr von dem Tod ihres Gemahlen berichten. Genau. So, da sind wir. Hallöchen. Ich hab dir was zu berichten. You. It's true then. You've defeated our Lord. No. I must thank you. Our Lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our Lord is immortal and will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. This is farewell. Perhaps we. Okay. Sie haut jetzt also ab. Aber wir haben ja eigentlich noch einen Auftrag von ihr, ne? Hier oben. Und hier noch irgendeinen von Bernal oder so ähnlich. Von den anderen Leuten halt hier. Hier ist auch noch eins. Müssen wir mal gucken. Jo. Dann machen wir als allererstes erstmal wieder Licht an. Haben mir die anderen noch irgendwas zu sagen? Tür hier ist immer noch zu, wa? Tür ist blockiert. Toll. Da hinten liegt ein Item. Aufrichtigen Dank, okay. So. You killed Rykard. I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the Volcano Manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind and took what was theirs. And with everything in hand, the time has come to rise against the Erd Tree. O greater will, hear my voice. I am the recusant Bernal, inheritor of my brother's will, and you will fall to my blade.
we refuse to become your pawns. Consider this fair warning. Oh, I am the recusant. We refuse to become. Okay. Ja, sie sind jetzt nicht sauer auf mich, sie sind aber auch nicht begeistert, dass ich jetzt ihren Oberboss fertig gemacht habe. Ach ja, hier die andere Schlangentante. Den Namen schon wieder vergessen. Die ist ja auch noch. Aber nicht mehr hier. Wo wir uns noch entscheiden müssen, was wir mit der machen. Now you've gone and killed Reichard. You scheming little doxy. Crimes. You make this nonsense seem, well, less nonsensical. Perhaps a tarnished will be Elden Lord after all. But for now, this manor is finished. The demigod beast is slain, and Tanith has lost her head. A fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. Well, here I am. Untethered, once again. Goodbye, my friend. What is it? Oh, come to make a parting donation to Patches Emporium. Hast du denn was Neues? Dann kriegst du auch was von mir. Sieht aber nicht so aus. Wollte mal wieder was verkaufen eigentlich. Hier, guck mal. Alles, was wir so doppelt haben. Ich glaube, das war's erstmal. Stingy little beggar. Try to find it in your heart next time, eh? Alter. What is it? Oh, come to make a parting don't. Am liebsten würde ich dich jetzt killen für den Spruch schon wieder. Ich glaube, dir hier noch deinen Steinschutzschlüssel ab. Cheers for that. Was soll das? Okay. Dann rasten wir einfach einmal, gucken, wo die dann sind oder ob sie dann weg sind. Höchstwahrscheinlich sind sie jetzt weg. Ja, war klar. Auch das war klar. Kriege ich jetzt vielleicht die Tür hier auf? Immer noch nicht. Hm. Oh, er ist auch weg. Der lässt nur sein Schwert untersuchen. Lol. Okay. Sein Schwert verkauft uns jetzt hier einfach die Kriegsaschen. Hm. Auch nicht schlecht. Okay. Ob sie ihren Gemahl nochmal besuchen gegangen ist? Komm, wir gucken kurz einmal. Ekelig. Leute, das ist sein Kopf oder was? Und da liegt Tanne. Ist sie tot oder was? Kurz mal ein Selfie machen. So. Alter, ekelhaft. Okay, und hier? Oh, sie lebt noch. Macht sie da? Wie knabbert die gerade an dem rum? Oh, you. Allow me some time. Our Lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Reichard, please find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day. Let us devour the gods together.
Sie knabbert tatsächlich an ihm rum. Dear Rykard, I wish one day. Oh, okay, tschüss. Ich lass dich mal alleine, weil ich glaube, ich brauch dich auch noch, wenn ich den anderen Auftrag fertig gemacht habe. Ja. Gut, okay. Na dann, kümmern wir mal uns um diesen einen Auftrag hier schon mal, der noch in unserer Reichweite liegt. Komme ich da am besten hin? Ach, hier ist es ja schon. Mal die Markierung schnell wieder wegmachen. Kurz einmal Licht anmachen. Oh, falscher Knopf. Mist, ich war schon. Oh Gott, ich war schon auf Licht. So. Und dann machen wir das hier noch schnell weg. Hallöchen. Aua, hast du gerade geschossen? Hör doch auf. Deiner Arsch. Okay. Nix da. Der gehörnte Tragot ist besiegt. Ziegenbockhelm, Ziegenbockrüstung, Stulpen und Beinschutz. Okay. Schauen wir mal, ob die was kann. Helm. Ziegenbock. Da ist er. Junge, der hat aber hohe Attribute. Der Helm des großen gehörnten Tragot. Verziert mit einem goldenen Widdermotiv. Verstärkt euer Gleichgewicht enorm. Ist schon mal nicht schlecht. Der Ritter Tragot ist überall für seine Hilfe berühmt. Unzählige Befleckte hätten ohne die Unterstützung des Gehörnten im Zwischenland gewiss ihr Leben verloren. Okay. Okay. Also außer, dass er das Gleichgewicht sehr krass erhöht, macht sie nicht wirklich was. Schade. Aber gut. Haben wir die auch? Okay. Weiß ich allerdings nicht mehr, wem ich das geben sollte. Naja, wie auch immer. Dann haben wir hier noch eins. War hier nicht auch noch eins? Oh nein, ist das jetzt weg? Oh Mist. Na gut, okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, soweit dieses Gebiet fertig. Genauso wie dieses Gebiet. Und dann gehen wir jetzt in der Hauptstadt weiter, ne? Fangen wir hier an. Guten Tag, ich bin der Neue. Ja, hier haben wir auf jeden Fall irgendwann mal aufgehört. Na, dann geht's jetzt erstmal wieder ans Erkunden. Los geht's. Gucken, was uns hier erwartet. Nächstes Gebiet.
Jetzt müssten wieder stärkere Gegner kommen. Na, an der Mauer denke ich mal, brauche ich nicht gucken, da wird nichts sein. Okay, ein kleines Lager. Was zum... Okay. Alter. Oh, ich hätte mich heilen sollen. Okay. Nun, weg, komm. Hau rein. Oh, eine goldene Saat gibt's dafür. Nice. Und ein paar Runen. Okay, cool. Easy. Oh. Und eine Truhe. Mit Riesenbrecher. Ein Hammer. Riesenbrecher. Also. Berge 60, ist klar. Ein Hammer für den Krieg gegen die Riesen, gefertigt aus einem Fels. Okay. Wohl einer der schwersten Waffen im Zwischenland. Als die Riesen besiegt waren und die ersten Kriege zwischen den Menschen ausbrachen, geriet diese Waffe in Vergessenheit. Wie schwach ist doch der Mensch gemessen an seinen Vorfahren. Behan, verankert eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Okay. Gut, werde ich niemals nutzen. 60 Stärke. Die haben sie doch nicht mehr alle. Aber schon wieder eine Menge geschafft, muss ich sagen. Eine komplette Rüstung. Ich glaube sogar die passende Waffe dafür. Ne? Sah zumindest so ähnlich aus wie der andere Typ da, der die hatte. Eine goldene Saat. Dafür, dass ich nur ein bisschen rumgelaufen bin. Gut, gut. Ist hier irgendwo runter? Ja, geht's, aber nirgendwo hin. Wie dann? Da ist ein Turm. Okay, da kommen wir wahrscheinlich von hier hin. Oh ja. Wird wahrscheinlich so das nächste Ziel sein. So, dann gehen wir noch schnell zur Markierung 3. Was ist da? Ach, nur ein paar Wölfe. Und ein bisschen Heiligfett. Heiliges Fett. Okay. Oh, ich bin im Kampf. Egal. Okay. Hier kommen irgendwelche Kriegergefäße. Oder zumindest die Überreste davon. Und eine Kirche, so wie es aussieht. Und hier unten, glaube ich, müsste ein Dungeon sein. Das ist eine Kirche, ja.
Geil. Gibt's da wieder eine neue goldene Saat? Was warst du denn? Da gibt's noch mehr von denen. Hier sieht aber auch nicht toll aus. Ihr habt irgendwelche komischen Wucherungen auf dem Nacken. Niedere Erdenbaumkirche. Und eine Gnade. Geil. Handbuch des Missionars 4. Gucken wir uns gleich an. Missionar 4. Und Siegel der goldenen Ordnung. Oh Junge, jetzt geht's ja wieder los. Inventar. Die Siegel der goldenen Ordnung war wieder ein Katalysator. Da ist es. Verstärkt Anrufungen der Fundamentalisten. Weisheit 17, Glaube 17. Oh, kann ich nicht nutzen. Fundamentalismus ist nur vermeintliche Gelehrsamkeit. Galiert Anrufungen, die auf Weisheit und Glaube beruhen. Okay, cool. Verstärkt also alles, was so Weisheit und Glaube macht. Ah, ist cool. Und dann hat man noch Missionar hier, ne? Müsste ja bei den Rezepten bzw. Schlüsseln sein. Missionar 4. Heiligfett mit Kordel. Harlig-Baumpfeil. Okay, was ist denn ein Harlig-Baumpfeil? Harlig-Baumpfeil. Aus Tierknochen geschnitzter Pfeil. Die Spitze wurde in einer goldenen Tinktur getaucht. Verursacht Heiligschaden. Oh, okay. Boah, nicht schlecht. Macht halt heiligen Schaden. Okay. Dann war es das aber auch schon wieder an dieser Stelle. Ich dachte, ich kriege hier noch eine goldene Saat, aber die haben wir da unten anscheinend ja schon gekriegt. Jo, dann bleibt mir wieder nichts weiter zu sagen als recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein.